But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the ropes. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Worse together. Na ja, herzlich willkommen zur Maschinenvorstellung. Wurde von vielen ja gewünscht. Genau. Also auf Twitch konnte man ja das ganze Jahr schon ausreichend Maschinen sehen. In den Vlogs kamen sie ja schon vor. Aber ich sag mal, ihr wolltet ja im Endeffekt eine Gesamtübersicht haben über die Maschinen. Und das Ganze werden wir aufteilen in zwei Videos. Heute einmal alles Motorisierte, morgen dann die Anbaugeräte. Oder beziehungsweise morgen nicht, im nächsten Video dann die Anbaugeräte. Und das Ganze wollte ich ein bisschen interaktiver gestalten, als hier einfach nur rumzulaufen und ein bisschen was zu den Maschinen zu erzählen. Werden wir uns die einmal kurz angucken und wir werden einfach auch mal ein bisschen Videos über das Ganze gucken. Und dabei erzähle ich so ein bisschen, was mir dabei, worauf es mir ankam. Also ich sag mal, so bei den Traktoren oder so, ja, können es theoretisch auch andere sein. Wo ich so Hauptaugenmerk drauf lege, ist so Anbaugeräte, weil da gibt es wirklich teilweise große Unterschiede. Gerade zu bestimmten Böden passen bestimmte Geräte dann besser. Und ja, das finde ich dann tatsächlich doch ein bisschen interessant als einfach nur die Traktoren. Also wir fangen aber mal an. Hier unser kleinster oder von den PS mit der kleinste, der John Deere 6230. Premium Edition, hat also auch Autopilot, Section Control, ja, Command Pro Hebel, was haben wir noch? Autopower Getriebe, also stufenlose Getriebe, genau. Diese Maschine ist 2019 gekommen, hat jetzt, ich glaube, 1900 Stunden runter. Also der kam letztes Jahr im Juli und jetzt hat er ungefähr 1900 Stunden runter. Genau, das ist zu der Maschine zu sagen, keine Frontzapfwelle oder ähnliches brauchen wir nicht. Diese Maschine fährt hauptsächlich nur im Transport. Was noch ein bisschen Maisaussaat, Spritzen, Dünger streuen, so leichtere Arbeiten, da wird diese Maschine eingesetzt und ist wirklich eine schöne Maschine. Also ich bin ziemlich zufrieden mit der. Genau, würde mich in dem Falle auch, ja, warum eigentlich nicht, wieder für diese entscheiden. Aber ich sag mal so, in den meisten Fällen oder generell kann ich eigentlich sagen, es werden die Diskussionen sowieso kommen mit den Marken und. Generell muss ich sagen, bin ich mit Fendt und John Deere in Sachen Traktoren ziemlich zufrieden. Und was auch Zuverlässigkeit und Service angeht, also bin ich sehr, sehr zufrieden. Und die geben mir auch keinen Grund, dass ich die Marke wechseln sollte. Und sage ich mal, die Entscheidung Fendt oder John Deere ist tatsächlich, wenn es wieder zum Kauf kommen sollte, ich denke, eine, die wird tatsächlich eher dann vom Verkauf entschieden. Also wer macht mir das bessere Angebot? Weil ich denke, beide Maschinen oder beide Hersteller sind wirklich auf einem super Niveau, auf einem Top-Level. Und da irgendwie zu klagen, dass einer besser als der andere ist, wäre wirklich heulen auf hohem Niveau. Von daher, das ist meine Meinung dazu. Ich weiß, Marken ist in der Landwirtschaft, muss ich tatsächlich jetzt auch durch das Social Media lernen, ist tatsächlich doch mehr in den Köpfen drin, als ich vorher gedacht hatte, weil ich persönlich lege da nicht so einen Wert drauf. Klar, man hat so seine Vorstellung, was man braucht und demzufolge sucht man sich halt so, sag ich mal, seine Maschine aus. Aber ja, teilweise, also ich sag mal so, gestern hat einer in den Kommentaren untergeschrieben, ja, ich könnte nicht bei dir arbeiten oder so, ich fahre eh nur John Deere. Puh, Leute, so einen würde ich nicht mal, nee, wir schneiden es nicht rein. Ja, also, das ist erstmal zu denen zu sagen, gehen wir zum Fendt. So, kommen wir zu unserem Fendt 826. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wann der kam. Ich glaube, der kam 2014 oder 2015 auf den Hof. Da müsste ich nochmal nachgucken. Und der hat jetzt 8.500 Stunden runter. Ist auch eine Maschine, die hauptsächlich im Transport fährt, vor der Spritze, genau, beim Düngerstreuen. Striegeln, Walzen, Schwaden, alles, was so leichtere Arbeiten sind, da kommt der auch zum Einsatz. Bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Ist eine super Maschine. Und ja, hat auch einen Autopilot drauf. Ganz normal mit EGNOS, kein RTK oder ich weiß gar nicht, ob die EGNOS nutzen. Jedenfalls das kostenlose Korrektursignal ist auch ausreichend für die Arbeiten, die dieser Schlepper hier macht. Genau, also das zu sagen zu der Maschine.
Genau, wie gesagt, hauptsächlich fahren die beiden kleineren Maschinen ja das ganze Jahr im Transport. So, gehen wir mal zum 939. So, der Gute hat sich hier zwischen versteckt. Ich glaube, der kam 2012 und hat jetzt knapp 11.000 Stunden runter. Macht noch einen guten Job, macht wirklich gute Arbeit, ist mit Frontsabwelle. Das ist der Kollege, der auch das ganze Jahr vor Mewek fährt. Ansonsten teilt er sich ein Autopilot zusammen mit dem Krone. Da haben wir ja dieses John Deere Autotrack-System, dieses Lenkrad zum Raufklippen, womit man sozusagen mit Autopilot fahren kann. Ist auch ausreichend für die Arbeiten, die dieser Schlepper macht. Im Prinzip, was macht er eigentlich? Im Prinzip mäht er und fährt Transport, im Groben und Ganzen gesagt. Genau, Wiese mähen und Transport. Und würde ich mich irgendwann zu einer neuen Maschine entscheiden, würde ich auch auf 300 PS runtergehen. Als wir den uns geholt haben, haben wir damit noch Bodenbearbeitung, Silo schieben, ja, Wiese mähen, vom Güllefass, wir hatten Samson PG25, die ganzen Arbeiten hat der Schlepper hier gemacht. Und das Ganze wurde dann erweitert mit einem Serion, der kam dann zusätzlich so, dann hatte der nachher nur noch das Mähen an sich als schwere Tätigkeit und das Güllefahren. Und dieses Jahr dann mit dem neuen Fass ist das Gülle-Gereste-Fahren dann auf den 8R gerutscht. Und ein dritter Zubringer kam ja dieses Jahr dazu, sodass wir drei Maschinen im Transport haben und ein Ausbringfahrzeug. Also im Prinzip wird der dann ein kleines Downgrade bekommen. Also hier gehen wir auf 300 PS runter und wahrscheinlich auch in der Bereifung etwas kleiner werden, weil dann habe ich drei Fahrzeuge, die auf der Straße fahren, die leichte Arbeiten machen und nur noch einer, der wirklich schwere Arbeiten machen muss. Und ja, im Prinzip passt das dann ziemlich gut und dann ist das auch genauso, wie ich mir das vorstelle. Also ich versuche ja immer alles schmal zu halten und das alles so zu machen, dass das auch wirklich gut passt. Also ja, also teilweise wird ja dann untergeschrieben als Kommentar, wenn wir zum Beispiel mit dem 8400 vor dem Güllefass fahren, warum nehme ich denn keinen kleineren Traktor? Ja, aber die Firma ist ja so aufgestellt oder das Konzept ist ja so, dass wenn das Güllefass fährt mit dem 8400, dass die drei anderen die Zubringer fahren. Also es würde ja keinen Sinn machen, den 8R vom Zubringer fahren zu lassen, nur damit ein kleinerer Traktor vom Fass ist. Deswegen, es ist alles so wohl gut durchdacht. Und teilweise muss man ja auch bestimmte Investitionsperioden abwarten, bis man zum Beispiel, man hat ja eine Vision im Kopf oder man hat eine Idee, so könnte man das Ganze machen. Und da muss man natürlich auch abwarten, bis dann die Investition auch an der Sache ist oder bis die Investition dann auch so weit ist, bevor ich das überhaupt tauschen kann. Weil wenn ich die ganze Zeit sonst nur an Maschinen tauschen bin, verdiene ich ja am Ende auch kein Geld. Also es muss ja auch Geld verdienen und in der Regel ist es auch rentabel, erstmal Maschinen laufen zu lassen. Auch bei der Maschine, ne? Also die kann man erstmal laufen lassen, die macht ja ihren Job noch gut. Der hält auch wirklich gut durch die ganzen Jahre, muss man auch sagen. Der hatte kaum Reparaturen, klar, hier und da, aber 11.000 Stunden und zwischendurch war auch keine leichte Arbeit. Deswegen bin ich da auch sehr mit zufrieden mit dem Gerät. Genau, achso, eins wird sicherlich kommen. Nein, Leute, LKWs fürs Güllefahren rechnet sich bei mir nicht. Dann brauche ich nämlich wieder extra Maschinen und extra Maschinen kosten auch immer extra und extra Versicherungsgeld und. Und wenn ich den LKW nehme, stehen meine Schlepper auf dem Hof und wenn ich die Schlepper brauche, stehen die LKWs auf dem Hof und so fahren immer die ganzen Maschinen. Also für mich macht es mehr Sinn. Und dann kommen wir zu guter Letzt zu unserem Krone Big X. Krone Big X, 2018 gekommen, Baujahr 2018, hat einen Jaguar 69 ersetzt. Viele haben mich gefragt, warum ist es denn wieder kein Jaguar geworden? Ja, letztendlich war es eigentlich eine Entscheidung vom Verkauf der Krone oder der Handel wollte das so ein bisschen mehr, sag ich mal. Mit denen bin ich mir einig geworden. Der Preis hat gestimmt und ich muss auch letztendlich sagen, ist eine Entscheidung, die ich eigentlich nicht bereut habe. Der Krone ist eine wirklich gute Maschine. Die Häckselqualität ist vorzüglich, auch gerade im Gras und so. Ja, also bin da mega mit zufrieden. Wir haben ja alle drei Vorsätze dafür. Wir haben die Pickup, wir haben das Direktschneidwerk, womit wir ja auch sozusagen teilweise Gras häckseln, extensives Gras. Und wir haben das Easy Collect in 9 Meter. Dann ist das ganze Jahr mit Autopilot, mit Autofill, Niersensor, weiß gar nicht, was das noch drin ist, Allrad, klar. Die größte Bereifung drauf, die es
bei der Bestellung gibt. Also 960 R42 und hinten haben wir 710er, ne? Genau, 710 60 R30, 305. Genau, also das ist so im Prinzip die größte Bereifung, weil wir natürlich ganz viel Moorboden haben und deswegen ist das für uns so interessant, dass der so eine große Bereifung haben muss. Genau. Ja, wie lange fahre ich eigentlich so die Maschinen? Kann ich euch nicht pauschal sagen, ist alles immer eine Sache von Zettel und Stift. Wenn man zwischendurch mal nach ein paar Jahren nach einer Maschine auch ein attraktives Angebot bekommt, dann kann man mal schon wechseln, aber ansonsten kann man die auch fahren, bis sie irgendwann nicht mehr richtig wollen oder beziehungsweise bis sie nicht mehr richtig durchhalten können. Beim Häcksler ist das aber teilweise eine andere Sache. Also beim Häcksler ist es zum Beispiel so, weil wir ziemlich schmal gehalten sind als Betrieb. Also wir machen ja alles mit 4 Leuten im Prinzip. Bei der Häckselkette kommt sicherlich mal einer dazu, der uns hilft. Aber das Ganze ist auch zeitlich ziemlich straff hintereinander getaktet. Das heißt, der Häcksler muss wirklich funktionieren. Also da können wir uns nicht erlauben, da alle paar Tage zu reparieren. Und beim Jaguar muss ich zugeben, da sind wir vielleicht ein Jahr zu lange mitgefahren. Also der hatte nachher 3000 Stunden runter. 3000 Trommelstunden wohlgemerkt. Und dann hat man doch hier und da immer wieder eine kleinere Reparatur und eine größere Reparatur. Ist aber auch völlig normal für eine Maschine, die so viele Stunden und so viele Tonnen dann durchgehauen hat. Und da kann man auch sagen, da hätte ich vielleicht ein Jahr früher machen können, aber letztendlich, ja, es ist alles ein Lernprozess und das weiß man nie so wirklich genau vorher. Genau. Wenn jetzt aber zum Beispiel, wenn es wieder an der Zeit wäre und der Tausch des Häckslers würde anstehen, dann sage ich mal so, dann wäre ich auch nicht wirklich markengebunden. Das heißt, ich denke, alle drei großen Grün, die ich ja in der Umgebung hier, die es hier in der Umgebung gibt, beziehungsweise Krone, John Deere und Klaas, ich denke, die sind alle so auf einem Top-Level, da kann man wirklich jeden ohne Probleme fahren. Also ich glaube, die sind wirklich richtig gut. Ja, beim Gelben ist so, ich persönlich habe keine gute Erfahrung mit dem Service gemacht, deswegen würde der nicht in Frage kommen, aber ich sag mal so, alle anderen Grün wäre es auch eine Entscheidung, die der Verkäufer dann letztendlich beeinflussen kann. Genau, das wäre erstmal so das. Dann, was haben wir denn noch? Wir haben ja auch noch den Teleskoplader. Da gehen wir mal hin. Unser Klaas Scorpion 7045, ich glaube, der kam 2015 und ist schon unser zweiter Klaas Scorpion. Den ersten haben wir mit 10.000 Stunden abgegeben, haben uns dann den geholt. Der hat jetzt 7.000 Stunden runter. Ist eine schöne Maschine, bin ich auch echt mit zufrieden. Was halt so ist, wir haben ja relativ viel Silage produziert, auch in den letzten Jahren. Und hatten, genau, wann war, 2019 war unser erstes Jahr. Aber bis 2018 haben wir sozusagen alle Silagen bei uns einsiliert. Und haben das dann von unserer Anlage sozusagen im Winter weggefahren und verkauft zu den Nachbaranlagen. Und dann musste der ziemlich viel laden. Und das war auch schon das Problem bei dem ersten und auch jetzt bei dem jetzigen. Also der hat jetzt 7.000 Stunden runter. Und der ist auch schon gut am Ende, muss man sagen, weil letztendlich hat er ungefähr 40.000 Tonnen im Jahr geladen. Und ja, für einen Telelader ist das wirklich dann ein harter Job. Und deswegen habe ich mich eigentlich entschieden, 2018 einen Radlader zu kaufen. Genau, weil der halt so ein bisschen mit den ganzen Lasten auch ein bisschen besser um kann. Und ja, man bekommt dann auch noch ein bisschen im Bereich Schaufel noch ein bisschen mehr hin. Genau, das war die Entscheidung. Deswegen habe ich mich dafür einen Radlader entschieden. Hätte ich 2018 gewusst, dass ich ab 2019 direkt sozusagen zu dem Betrieb beim Häckseln liefere, hätte ich mich vielleicht für einen Teleskoplader entschieden, weiß ich aber nicht. Aber jetzt habe ich den Radlader auf dem Hof und bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Der Radlader steht aber oben auf der Biogasanlage, deswegen blende ich den jetzt mal ein. Der Radlader ist ein JCB 427, kam 2018. Wir haben eine 5,5 Kubik Hochkippschaufel dafür. Macht im Jahr ungefähr 500 Stunden, fährt ja nur noch auf der Anlage, so ein paar Ladearbeiten, dies, das, jenes und bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Es ist so, der Teleskoplader ist ja auf dem Hof geblieben und ich hatte mir dann auch gesagt, ja komm, der ist abbezahlt und du kriegst da auch gar nicht mehr so viel Geld, dann hol dir noch einen Radlader dazu und lass den da noch mitlaufen, weil ist auch wichtig, im Prinzip braucht man auch wenigstens den Teleskoplader auf dem Hof, weil man hat immer wieder Arbeiten, wo man doch weiter hoch muss oder länger greifen muss, ein bisschen wendiger sein muss, ein bisschen
schmaler sein muss als ein Radlader. Und auch beim Big Bags beladen, zum Beispiel beim Getreide, ist der Teleskoplader natürlich deutlich besser. Und es ist ja auch so, wenn mal eine Maschine ausfällt, habe ich ja trotzdem noch eine zweite, um die Biogas zu füttern. Vorher musste ich immer zu der Nachbarbiogasanlage mir da eine Maschine ausleihen. Deswegen habe ich das denn so gelassen und bin damit auch sehr, sehr zufrieden und freue mich eigentlich auch, dass der JCB durch die 500 Stunden im Jahr dann auch mehr Jahre hält als, sag ich mal, der erste Skorpion, der war 4 Jahre alt und dann hatten wir da 10.000 Stunden drauf, genau, mit Mutterkühe, Mastbullen, Biogas, Miststreuen, 2.500-3.000 Stunden im Jahr haben wir damit gemacht. Ja, wen wir natürlich noch vergessen haben, da gehen wir jetzt hin. Wen wir noch vergessen haben, und da habe ich gar nicht dran gedacht, unseren John Deere 8400R, der ist mir fast durch die Lappen gegangen, kam im Herbst 2018, war eine Vorführmaschine, genau, alle anderen waren bestellte Maschine, der war ein Vorführer, hatte 100 Stunden auf der Uhr und ja, wie kam das eigentlich im Prinzip? Mein Xerion, der war ja damals dann 6 Jahre, hatte 9000 Stunden runter, ich hatte vor dem hier war es ein Xerion 3800. Und ich hatte auch in dem Jahr mir diese Tigerdrill zugelegt, aber da kommen wir im nächsten Video zu. Aber nur für die Erklärung ist das wichtig. So, und der Xerion hat ja mit der Tigerdrill so 8, 9, nur an Spitze 10 km/h geschafft. Und dann kam der John Deere Händler und hat gesagt, du, er war auch relativ spontan, er hat angerufen und sagt, du, ich bin in der Nähe hier mit dem 8400R, willst du dir den mal angucken? Ja, habe ich gesagt, ja, können wir mal machen. Dann hat er den da vorgegangen, das war nicht die Maschine, das war eine identische Maschine, aber ohne Zwillinge. Und ja, was soll ich sagen, Leute, das Ding hat gezogen. Ich habe da wochenlang Lisa mit voll gequatscht. Der hat ja dieses E23-Getriebe, also den 8400R gibt es nur mit E23-Getriebe. Das ist halt noch ein richtiges Getriebe, wo Zahnräder ineinander greifen und das merkt man. Also das Ding hat richtig, richtig Kraft. Und gerade in Bereichen Bodenbearbeitung, Silo schieben und, ist das Ding, oh, das ist, also das Ding hat wirklich Kraft. Habe ich schon erzählt, dass das Ding Kraft hat? Der hat Kraft, Leute. Genau, wie ist der ausgestattet? Der hat einen Unterzug zum Silo schieben, ne? Das ist nochmal so eine Versteifung und nochmal eine Verhärtung, damit man damit Silo schieben kann. Denn natürlich auch Autopilot, ja, wir haben auch einen zweiten Bildschirm dafür, aber genau, den zweiten Bildschirm, den können wir auch in dem anderen John Deere fahren. Den könnte man sogar auch in dem anderen Schlepper fahren, weil es ein Isobus-Bildschirm ist. Dann ist der mit Zwillingsbereifung 3,98 Meter. Das heißt, mit Sonderzulassung dürfen wir damit auf der Straße fahren mit Begleitfahrzeug. Also so wurde der auch gekauft. Und so haben wir den auch bekommen, mit 3,98 Meter zugelassen. Und ja, wir haben jetzt in den 2 Jahren, die der hier ist, haben wir ein einziges Mal die Zwillinge abgebaut. Beziehungsweise abbauen müssen, weil er zu Durchsicht war und die halt so wenig Platz hatten, dass er da rein musste. Aber ansonsten kann man auch mit zur Durchsicht mit Zwillingsbereifung fahren. Ja, so kam das. Und ich bin mega zufrieden mit dem Ding. Der ist jetzt, wie gesagt, 2 Jahre und hat 2.500 Stunden, glaube ich, oder 2.600 Stunden oder so. Also er kam ja im Herbst 2018, hat dann nochmal, glaube ich, 100 Stunden vorm Güllefass gemacht. Und so richtig ging es dann erst 2019 los. Also der schiebt Silo, macht die Bodenbearbeitung und fährt vors Güllefass. Und das Ganze, ja, sind ungefähr 1.500 Stunden im Jahr. Und genau, die Zwillinge, es ist halt so mit unserem Güllefass, dass sie exakt dieselbe Fläche überrollen, weil das Güllefass ja eine Ausschiebeachse hat. Aber dazu kommen wir im nächsten Video. Das soll es erstmal gewesen sein. Das waren dann so ein bisschen die Highlights. Also unsere 4 Schlepper, dann haben wir ja noch den Häcksler, den Radlader und den Teleskoplader. Das sind unsere Maschinen. Genau, ich hoffe, ich habe das im Nachgang auch ein bisschen schön videotechnisch aufbereitet für euch. Und dann sehen wir uns in Teil 2 wieder. Dann geht es um die Anbaugeräte.